euch heute, wie ihr eine Figurine zeichnen könnt. Figurinen sind quasi das Grundmodell, sodass man danach dann Kostümzeichnungen drauf machen kann. Und alles, was ihr dazu braucht, ist ein Blatt Papier, ein Bleistift und ein Radiergummi. Wir fangen an und zeichnen einen ovalen Kreis. Das wird unser Kopf. Und darunter malen wir noch 7 weitere Köpfe. Wir fangen einmal oben an und in der Mitte vom zweiten Kreis machen wir so eine Querlinie. Das werden die Schultern. Die können ungefähr so breit werden. Ihr könnt die aber auch ein bisschen breiter machen, ganz wie ihr wollt. Vom Kinn bis zu den Schultern machen wir jetzt den Hals. Dann gehen wir zum Ende des dritten Kreises, machen uns hier eine Linie. Das wird die Taille. Und jetzt verbinden wir die Schultern mit der Taille. Ihr könnt am Anfang so ein bisschen rumkritzeln und rumstricheln. Das, was wir nachher nicht mehr brauchen an Hilfslinien, radieren wir ohnehin weg. So, dann haben wir aber schon mal so ungefähr den Oberkörper. Dann gehen wir in die Mitte vom fünften Kreis. Machen uns wieder eine Querlinie. Die kann auch ein bisschen breiter sein, ungefähr so breit wie die Schultern. Und gehen von der Linie von der Taille dahin und haben unseren Oberkörper fast schon fertig. Das sieht dann jetzt so ein bisschen aus wie eine Sanduhr. Jetzt gehen wir hier oben wieder hin und machen uns hier an die Seite von den Schultern 2 Striche für die Arme. Ungefähr auf Höhe der Taille nochmal 2 kleinere Striche. Das wären die Ellbogen. Ruhig hier so eine Hilfslinie und dann malen wir uns daraus unsere Arme. Das gleiche machen wir nochmal mit den Händen. Wie ihr die Hände dann malt, das ist euch vollkommen überlassen. Man muss da manchmal ein bisschen üben, die sehen manchmal ein bisschen komisch aus, so wie bei mir zum Beispiel. Das lassen wir erstmal so und dann gehen wir ein bisschen weiter runter und machen uns auf der Höhe vom, das ist der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kreis, nochmal 2 kleinere Kreise und hier am Ende auch nochmal 2 kleinere Kreise, das wären unsere Beine. Macht einmal so ein bisschen Dreiecke, um die Schuhe anzudeuten. So. Jetzt haben wir natürlich noch ganz viele von diesen störenden Kreisen hier drin. Die radieren wir jetzt weg, sodass der Rest unserer Zeichnung nicht verloren geht. Und dann kann man noch so ein bisschen die Feinheiten machen, ne? Dass man den Körper noch ein bisschen ordentlicher zeichnet, alles ein bisschen weicher und glatter macht. Und natürlich könnt ihr jetzt hier noch diese anderen Hilfslinien wegradieren. Und dann hat man im Prinzip sein Grundkonstrukt fertig, um danach darauf eben seine Kostüme zu zeichnen. Für die Kostüme malt ihr einfach die Kleidung, die ihr euch vorstellt, das kann ja auch was ganz Ausgefallenes sein, erstmal mit Bleistift vor. Also man kann dann hier zum Beispiel auch ein Kleid draus machen, ne? Wenn man sagt, okay, das wird jetzt so lang, dann malt man sich hier quasi den Rock oder das Kleid drauf. Man kann natürlich auch ganz unterschiedliche Körperformen machen, man könnte jetzt hier die Person auch ein bisschen dicker machen.
Man kann auch, wenn man hier eher eine gerade Linie zeichnet an der Seite, dann ist es nicht so eine weibliche Figur, sondern eher eine männliche Figur. Aber da könnt ihr rumprobieren, wie ihr wollt. Wenn ihr eine Figurine gezeichnet habt, die euch gefällt, würde ich vorschlagen, dass ihr euch die ein paar Mal kopiert. Dann habt ihr nämlich immer eine gute Vorlage und könnt daraufhin dann wieder darauf malen und zeichnen, wie ihr wollt. Und zum Ausmalen der Kostüme, also zum Kolorieren, arbeite ich mit Buntstiften, mit Wasserfarben, mit Kreide, ganz unterschiedlich, je nachdem, wie ihr wollt. Hier bei den Michel-Kostümen hatte ich so ein bisschen mit der Aquarelltechnik gearbeitet. Da ist aber im Prinzip eurer Fantasie überhaupt gar keine Grenze gesetzt. Ich werde euch meine Figurine auch als Kopiervorlage hier in die Stage Door packen, für diejenigen von euch, die direkt anfangen wollen mit dem Kostümzeichnen. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei.